Marienregel 2: Aufwachen in Gott. Die Marienregel ist eine Regel des inneren Lebens aus den Botschaften für die Endzeit, die von der Mutter Gottes an Agnieszka im Jahre 2014 diktiert wurden. Aufwachen in Gott. Heute möchte ich dir von dem Morgen erzählen, der für mich die Erfahrung meines Lebens war, und über die Morgen, die du erlebt hast und die du zu erleben noch vor dir hast. Wenn du morgens die Augen öffnest, schaut das Licht in dein Geist. Gott ist das Licht. Antworte ihm mit einem Lächeln. Dieses Licht ist nicht nur deinen Augen gegeben, sondern ebenfalls deiner Seele. Jeder neue Tag ist ein neuer Aufruf, Gott zu lieben, denn er ist ein großes Geschenk des Schöpfers. Im Laufe eines Tages kann man so viel vollbringen. Wenn ich sage, so viel vollbringen, meine ich, Gott so viele Beweise seiner Dankbarkeit opfern und so viel zur Rettung der Seelen seiner Brüder und Schwestern beitragen. Wenn du die Augen öffnest, mach dir zunächst bewusst, wer du bist und wer der ist, der bewirkt hat, dass die Sonne aufgegangen ist und deine Augen sich ein weiteres Mal geöffnet haben. Möge dein erster Gedanke an ihm haften bleiben und ihm seine Dankbarkeit ausdrücken. Kniee nieder, verbeuge dich vor Gott, der dich geschaffen hat, der dich erlöst hat und der dich retten will. Danke ihm für diesen weiteren Tag und bitte den Heiligen Geist, dass er deine Seele an diesem Tag so lenken möge, dass sie Gott möglichst viel Lobpreis bringe. Sie wird ihm ebenso viel Lob bringen, wie sie den göttlichen Willen erfüllt. Möge dein Gebet kurz, aber voller Bewusstsein sein. Ich spreche hier nicht von den Morgengebeten, sondern von dem Akt der Huldigung Gottes, unmittelbar nach dem Aufwachen und der Opferung dieses weiteren Tages und des ganzen Lebens an den Heiligen Geist, damit er sich bei der Umsetzung seines Planes der Rettung der Welt der Seele bedienen kann. Erst danach darf ein Gedanke an andere Dinge aufkommen. Denkt jedoch daran, dass Gott an absolut erster Stelle steht, vor allem und vor allen anderen. Wenn ihr die Augen öffnet, beugt sich Gott schon wie eine liebevolle Mutter über euch. Euer Gebet ist wie ein Kuss, den ihr Gott gebt, welcher bewirkt, dass ihr jeden Morgen erwacht. Bemüht euch, bewusst zu leben. Vergesst nicht, warum ihr lebt, wer euch das Leben gegeben hat und dass es kein Geschenk für die Ewigkeit ist. Jeder von euch wacht nur eine festgelegte Zahl von Morgen auf und kein einziges Mal mehr. Vergeudet keinen einzigen Morgen, denn nicht ein Morgen wird euch zurückgegeben werden. Eure Tage hängen von euren Morgen ab. Dieser erste Seufzer zu Gott und die Übergabe der Macht über das eigene Leben an ihn ruft das Wirken des Heiligen Geistes im Leben des Menschen hervor und bewirkt die göttliche Assistenz in euren alltäglichen Angelegenheiten. Dank dessen wird alles Gewöhnliche zu einem außergewöhnlichen Opfer der Liebe. Ich möchte euch lehren, zum Lobpreis Gottes zu leben. Nun segne ich euch, meine Kinder. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Eure Mutter Maria. Unsere geliebte Mutter Maria, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Hilfe und deine Worte. Bitte hilf uns, dass wir sie immer in uns tragen und dass wir unser Leben danach gestalten. Hilf uns durch deine Fürsprache und durch den Segen Gottes, den wir durch dich erhalten. Wir danken dir. Amen.